Hey und herzlich willkommen zum ersten Part von der Octavites Modding Show! Yeah! Und zwar werde ich euch hier vorstellen, einen Mod, den ich selbst baue. Und zwar komplett den Entwicklungsvorgang, mehr oder weniger, bis auf das ganze Programmieren. Ich werde euch immer wieder zeigen, was ich so alles an Fortschritten gemacht habe, was ich für Ideen habe und was noch so alles kommen wird. Und zwar werde ich euch heute zeigen, was wir bis jetzt haben. Oder besser gesagt, ich und wir. Mit wir meine ich natürlich, John Pro 10.012. Der für mich die ganze Textur macht. Man sieht hier zum Beispiel bis jetzt die ersten Sachen von meinem Darkness Craft Mod. Und zwar enthält der ein neues Erz, das sau selten sein wird. Im Moment lässt sich's noch mit jeder Waffe abbauen. Später wird es nur mit Eisen wird's Eisen benötigen. Und das droppt dann so komische Oh, Piece of Darkness. Die Sachen sind noch nicht übersetzt und sind einfach so, wie sie gerade sind. Und Compressed Soul Sand. Bis jetzt. Ich hätte natürlich mal kurz noch ein bisschen übrig behalten können. Und zwar will ich jetzt mal ein bisschen Soul Sand hernehmen. Zum Beispiel Tee. So. Was ich bis jetzt habe, wie gesagt, der Block hier. Aber sehr, sehr selten findbar. Man wird das später für verschiedene Sachen hernehmen können. Einschmelzen und man kriegt Orbs of Darkness. Wird man gleich sehen. Funktioniert auch schon. Und ja, es cool ist halt, das wird halt eine, das ist, ich, das spawnt im Moment einmal pro Chunk ungefähr auf den Ebenen 0 bis 13. Viel Spaß beim Suchen. Sau selten halt und das wird man für fast jede Maschine brauchen, die hier laufen wird. Das ist auch noch nicht die endgültige Textur. Eventuell kriegt ihr auch so ein bisschen kristallmäßiges Aussehen für, dass es halt dann später in den Generatoren und Maschinen cool aussieht. Und Soul Sand. Oder Compressed Soul Sand lässt sich herstellen, indem man normalen Soul Sand komprimiert. Woher wird wohl der Name kommen? Hat halt inzwischen einen Ton, ist. Hat er Sand. Hört sich wie Sand an und man läuft halt auch wie Sand drauf. Es wird später wahrscheinlich mehr ein bisschen noch Soul Sand-mäßig sein. Man sieht, es dauert ein bisschen länger zum Abbauen. Es ist halt ein recht lustiges Material, wird später hauptsächlich für Leitungen verwendet werden, um Energie zu transportieren und um hier ein Energiefeld auszubauen. Ich schätze, dass denen eine sehr hohe Blastresistenz geben wird. Im Moment fliegen die noch bei jeder Kleinigkeit davon, aber es wird halt cool sein. Die werden nahezu explosionsresistent sein, dann wird man damit die ganzen Fallen und alles, was man braucht, um Energie zu gewinnen, später machen können. Seht ihr, wir haben jetzt ein paar Orbs of Darkness gekriegt. Man sieht auch, die stacken nur bis 8. Eventuell wird sich das auch noch stärker reduzieren, dass ich das auf 4 oder gar auf 0 reduziere. Auf 1 reduziere. 0 wäre ein bisschen dumm. Und ja, die Dinge wird man halt für alles Mögliche brauchen. Man kann sie bis jetzt. Ah, nö, das geht nur im Multiplayer, dass man Rechtsklick damit macht. Und was auch ein paar Sachen, ja, gut. Ich sollte mal ein bisschen zu den Ideen kommen, was ich alles so vorhab. Zum einen wird es Maschinen geben, die erstmal Energie gewinnen. Energiegewinnung geht, indem man Gegner auf verschiedene Arten und Weisen tötet. Und zwar tut man das auf einem bestimmten Bereich. Dazu wird es bestimmte Items geben. Die wird man wahrscheinlich nochmal mit Compressed Soul Sand umgeben, dass sie explosionsresistent sind. Das wird so eine Maschine sein, auf der ex lässt man Creeper explodieren, um dunkle Energie zu gewinnen. Das sieht man halt dann, der Creeper ist umsonst gestorben und muss deshalb leiden. Und damit versklavt man die dunkle Power, die in ihm steckt. Ah, das ist schrecklich, wenn ich mich nicht selbst hören kann. Ich muss unbedingt mal die Ohrenstöpsel rausziehen. So, damit höre ich mich selbst besser. Ihr sind dafür nicht ganz so geeignet. Wo war ich? Ich war gerade dabei zu sagen, genau, was könnte man sonst noch? Zum Beispiel. Oder Skelette muss man erschießen, Zombies muss man kochen, Spinnen muss man Heroin spritzen. Das ist absichtlich so oder es wird so sein als lehrreichen Zweck, weil Heroin und Spinnen kann man ja mal auf Google suchen, ja, auf YouTube suchen. Ist wirklich ein interessantes Experiment. Ist, ja, sieht man, wie schlecht das tatsächlich ist für Menschen oder auch für Tiere und ja. Und auf jeden Fall bringt es die halt um und das gilt halt so als böse Tat, die man dafür braucht, um die Energie zu gewinnen. Darkness Craft dreht sich komplett um das Thema, dass man das Böse in Minecraft mal weckt. Man macht so viel Gutes, jetzt wird man auch mal zur bösen Seite. Eventuell wird später mal eine gute Seite dazukommen, wie auch immer. Und wisst ihr, was das ultimativ Böse macht, wenn es an einem Strand liegt und es schön heiß ist? Man hat vorhin einen schönen Hackbraten gegessen oder einfach ein Stück Steak. Natürlich ein Eislöffel.
Und das heißt, wir werden auch ein Eismod einbauen. Yeah, es wird komplett Eis geben. Ich weiß noch nicht, ob ich das eventuell sogar mit Farm Craftery später kompatibel mache. Für den Anfang jedoch nicht. Für den Anfang wird das nur mit den Standardsachen gehen. Melone, Apfel, Kürbis. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich jetzt vergessen habe? Kakao. Eventuell werde ich da auch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich eine Block-ID einfügen will für Vanille. Das fände ich eigentlich recht cool, wenn man da noch Vanille-Eis an. Also Vanille anbauen könnte und das dann als Eis essen könnte. So ein Vanille-Eis. Ah, lecker, lecker, lecker. Oder da kombiniert man halt Schoko, Vanille, Apfel. Apfel, weil es jetzt so rot ist wie Erdbeere und wir haben keine Erdbeeren. Und ich werde nicht zu viele IDs hinzufügen. Vielleicht werde ich es auch hinzufügen. Keine Ahnung. Wird sich ergeben. Schreibt es in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Dafür ist das Teil hier da. Und wo war ich? Ach ja, genau. Eis. Und das wird auf jeden Fall das sein, wo ich mich richtig drauf freue. Ist mir heute aufgefallen, dass das absolut in Minecraft fehlt. Stimmt doch. Also, wer hat nicht schon mal sich gedacht, warum isst man hier nie Eis? Es wird zwar schwer sein, das zu erstellen, weil man dazu immer erstmal Eis finden muss und dann eine Spitzhacke mit Silk Touch brauchen wird. Zumindest ist es jetzt bis jetzt meine Idee. Vielleicht mache ich auch eine Möglichkeit, dass man die mit Schneebällen macht. Das bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht mache ich ein Eis. Oder vielleicht mache ich Eis und tiefgekühltes Eis. Wo das tiefgekühlte halt, wo das normale entweder schmilzt oder keine Ahnung. Oder weniger gut ist es, das tiefgekühlte. Na, Wolfi? Hm? Na du? Was meinst du? Was denkst du über den Mod? Ist das eine gute Idee? Ja, natürlich ist es eine gute Idee. Stimmt, Energieweiterleitung wird über Compressed Soul Sand Pipes. Das heißt, da werden auch noch Pipes erstellt, die bestimmte Distanz transformieren müssen. Dann muss man nach bestimmten Blockanzahl, vielleicht 10 oder 25 oder sowas, einen Spezialblock machen, der zum Beispiel 8 Compressed Soul Sand, ein Orb of Darkness braucht. Der verstärkt es so weit, dass es wieder weiter transportiert werden muss oder kann. Und was ich auch eventuell vorhab, ist, dass ich sage, man baut Objekte der Macht, die in einem 8-Chunk-Area drumherum oder noch, ja, vielleicht auch, was weiß ich, einen guten Radius drumherum auf jeden Fall ermöglicht, dass man keinen Schaden nimmt. Sobald man sich im Bösen verschwunden hat, nimmt man nämlich überall Schaden, wo nicht diese Energie ist. Und das kann man ausbreiten, indem man Compressed Soul Sand Verbindungen legt oder über die Pipes das macht. Und damit kann man halt so richtig schöne Gebiete mit einnehmen und das ist auch ein bisschen was von der Challenge. Was man damit anstellen kann, das werden einige Items hinzugefügt. Ich bin mir noch nicht mit allen Sachen sicher. Wie zum Beispiel, natürlich werde ich zum Beispiel sowas mit dunkler Energie, wird man zum Beispiel mehr Eisen gewinnen können oder sowas. Oder man wird später die Essenz aus den Orbs of Darkness auch rausziehen können. Übrigens, das spawnt auch schon. Nur für die Leute, die sich gewundert haben. Das hier spawnt natürlich nicht. Das habe ich dafür nicht eingestellt. Ich könnte es natürlich im Nether spawnen lassen. Aber ich glaube, das passt da nicht so. Was sinnvoller ist, ist natürlich, ja, dann wird man die Darkness Orbs auch verdunkeln können, um noch mehr Energie zu gewinnen. Dann wird es ein paar Power Tools geben. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich habe vor, dass man die dunkle Energie auch nur begrenzt sammeln kann. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Limit erreicht hat, muss man entweder aufhören zu sammeln oder muss damit rechnen, dass richtig böse Kreaturen auftauchen. Die sich vielleicht sogar lohnen könnten zu töten. Eventuell werde ich auch mit Mobspawns auch selbst noch ein bisschen mehr machen. Wie gesagt, das ist jetzt alles noch sehr frühe Planung. Und der Mod ist im Moment in der 0.0.0.0003. Das ist die Version, die hier drauf läuft. Besser gesagt, das ist die Eclipse-Version davon. Und ja, das andere Zeugs kommt und das andere ist, ich habe es auch schon exportiert, das heißt, man kann es auch testen. Im Moment gibt es zwei Leute, die das testen. Eine Person ja, macht halt die Texturen und deshalb braucht sie den Mod, oder gebe ich halt den Mod gern raus, dass man es das testen kann, wie es aussieht vom Design her. Und das andere ist auch jemand, der das für mich testet. Und wenn ihr gute Ideen bringt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin froh über jede Idee. Die Sachen mit dem Eis zum Beispiel ist nicht meine Idee gewesen, das ist von einem Freund von mir gewesen. Das ist eine super Idee gewesen, weil ich habe mir gedacht, oh, verdammt, ich wollte so unbedingt mal Eis essen in Minecraft. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie man die Crops kriegen wird. Alles Ideen noch in der öffentlichen Sachen, im offenen. Oder man wird wahrscheinlich, vielleicht macht man es auch so, dass man auch allgemein Energie verbreiten kann, zum Beispiel wenn man eine Kuh mit einem bestimmten Item tötet, wird eine dunkle Energie frei, die man dann. Das ist fast so ein bisschen wie das Wii-Stain-System in
Thorncroft 2, nur dass es halt diesmal um die böse Energie tatsächlich nutzbar wird. Wenn das Gebiet zu dunkel wird, dann wird dann kann man das halt, ja, dann spawnen da halt mehr Kreaturen. Dann werden da halt auch tagsüber dunkel, oder dann hat man da einen Dunkelheit-Effekt oder Blindheit oder sowas. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, dann kann man so Dunkelheitsgläser tragen oder so Spezialgläser, die man anfertigen kann. Und dann kann man das kontrollieren und dann kann man auch noch sehen. Es wird sich natürlich zeigen, wie viel ich davon tatsächlich umsetzen kann. Und es wird eine Weile dauern, bis ich soweit bin. Bis jetzt kriege ich noch nicht mal ein anständiges Talent-Detail hin. Aber das kommt eins nach dem anderen. Ich will nur schon mal die Ideen sammeln, dass ich weiß, was ich machen will. Und ich werde das regelmäßig hier auf diesem in diesem Octavals Modding Show updaten, dass man immer sieht, was ich da alles so mache. Und ja, ich denke, das wird recht lustig. Vielleicht werde ich auch ein paar Modding-Tutorials machen, sobald ich das richtig alles gut verstehe, wie die Sachen funktionieren. Dann wird das so richtig schön lustig. Bis dahin dazu noch ein bisschen. Schreibt eure Ideen einfach in die Kommentare. Ich werde sie mir dann alle anschauen. Und vielleicht können wir demnächst einen der besten Mods für Minecraft schreiben. Ich habe vor, dass es sehr stark Richtung Tech-Mod geht, weil ich das recht cool finde. Und ich schätze auch, dass ich vielleicht ein paar Sachen machen werde, spezielle Tools, mit denen man zum Beispiel Dark Iron zum Beispiel, dass man das nur abbauen kann, oder dass man, wenn man bestimmte Spitzhacke zum Beispiel aus, keine Ahnung, wie ich das Material nenne, kann man halt die Spitzhacke hernehmen und dann kriegt man halt Dark Iron Blocks, anstatt Dark Iron Ingots, / Time Set 0, ich werde nicht da mitten in der Nacht sein. Und ja, so in die Richtung will ich das halt haben. Und ja, dadurch kriegt man halt die richtigen Barren, die richtig teuren Sachen kriegst du halt nur, wenn du erst Sachen umwandelst, oder dann werde ich auch eine Sammelenergie machen. Es wird vielleicht auch so einen Block geben, der automatisch Dunkelheit sammelt aus der Atmosphäre. Den muss man auch erst herstellen, den muss man Energie füttern, oder auch ein Transformationssystem. Ich fände es so cool, wenn man Sachen in andere Sachen umwandeln könnte. Das wird so eine Art GUI geben, wo ich auf der einen Seite die Sachen, oder ich tue auf meine Items auf die eine Seite und auf der anderen Seite ist alles, was man daraus herstellen kann. Und die verwendet halt dann richtig viel dunkle Energie, die durch das Netzwerk pulsiert. Ich schätze, dass ich das vielleicht wirklich so ein bisschen pulsierend mache. Ich weiß es noch nicht, wie ich das genau mache, ob ich das dauerhaft pulsieren lasse, ob ich das überhaupt pulsieren lasse. Weil wenn ich pulsieren lasse, muss ich natürlich dran denken, dass ich Configs ausschaltbar mache. Weil es gibt ja Leute, wenn man das auf dem Server nutzt, dann ist es einfach laggy ohne Ende. Und dann, auf jeden Fall speist man damit die richtig Power-Sachen. Und ich gehe mal kurz in Game Mode 1, dass ich hier weiter was essen kann. Steak. So. Und natürlich wird das dann so sein, wenn man kann man dann auch sowas in die Richtung liegen fast, würde ich fast sagen. Das wäre cool, so Darkness Beacon. Wo man Gegner damit schwächen kann und sich selbst stärken gleichzeitig, wo man dann zum Beispiel immer Nahrungsregeneration hat. Vielleicht sogar eine Art Magiesystem einbauen, das bin ich mir noch nicht sicher. Wie gesagt, alles steht offen. Es wird vielleicht auch mehrere Teile geben, das heißt. Wenn jemand das Magiezeugs, wenn ich das einführe, überhaupt nicht haben will, dann will man das haben, so viel man will. Und ja, ich hoffe, dass die nächsten Episoden nicht ganz so viel Theorie werden. Theory Crafting. Und mehr Tatsächliches. Ich schätze, dass ich beim nächsten Part, der ziemlich bald da dürfte, sogar schon, also das Eis schon eingeführt habe, eventuell schon die Vanille Crops. Für den Anfang werde ich die übrigens im gleichen Dings halten. Also im gleichen Modpack so mehr oder weniger im Darkness-Craft halten, das Eis. Vielleicht werde ich da später auch dann ein eigenes Stick, also einen freien Mod draus machen. Wird sich alles ergeben. Ich wünsche euch auf jeden Fall so lange mal viel Spaß. Schreibt eure Ideen bitte in die Kommentare, ich will sie unbedingt kennenlernen. Vielleicht fällt mir noch ein paar Sachen dazu ein, was ich draus machen kann. Und ja, was ich halt hauptsächlich haben will, ist, dass man nicht einfach aus purer Energie, ja, purer Luft Energie gewinnen kann. Das heißt, man muss schon irgendwas Böses tun oder muss dunkle Energie ansammeln, dass man die aus der Luft entziehen kann. Vielleicht wird sich das ändern, wenn man richtig spät in den Mod rein ist, dass wenn man die absoluten Super Tools hat, wo man dann teilweise vielleicht einen kompletten Stack Darkness Orbs braucht. Vielleicht wenn man Darkness Orbs mit Diamantblock macht, dass man dann so ein Super Item kriegt, nur 9 von denen kombiniert, kriegt man einen Energy Collector, was weiß ich, irgendwas saumäßig teures.
Wie gesagt, da muss man zig Chunks komplett durchsucht haben, dass man genügend Material hat. Und die werden auch so sein, dass sie nicht durch Glück vermehrt droppen. Das wird absichtlich sein, wenn ich das hinkriege. Weil Glück, das soll einfach nicht so sein, dass man da mehr kriegt. Was ich überprüfen werde, es wird vielleicht später Darkness Tools geben, mit denen das besser geht, die teuer sein werden. Ja. Und ja, ich war gerade beim Verabschieden, oder? Ja. Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, nicht, dass ihr gute Ideen habt und dann sagt, nö, Octa will es ja auf keinen Fall. Er hat ja gesagt, dass es so und so sein soll. Schreibt es einfach so, wie ihr denkt, in die Kommentare. Und ich werde mir das dann durchlesen und einiges bestimmt übernehmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part oder im nächsten Video. See you, Leute. Bye-bye.